Amen. Gut, wir steigen auch heute Abend in unserem Thema ein, und zwar mit dem Gedanken, mit dem wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und da waren wir bei einer Stelle in Matthäus Kapitel 11. Und ich möchte euch einladen, dass wir diese Stelle heute Abend, Matthäus 11, aufschlagen. Und ich meine, dass wir aus diesem Abschnitt, den wir hier haben, tatsächlich eine bestimmte Art der Theologie des Wegbereiters ableiten können, in Verbindung mit der Theologie des Herrn, dessen Weg durch Johannes dem Täufer vorbereitet worden ist. Und ich lade euch ein, dass wir hier mal diesen Abschnitt so einmal in seinem Ganzen noch einmal lesen. Matthäus Kapitel 11, damit jeder auch beim Thema ist und weiß, wovon wir heute Abend hier weiter reden wollen. Schlagen wir auf, es geht hier um die Geschichte, wo Johannes der Täufer, der seine Arbeit zu diesem Zeitpunkt schon getan hat, letztendlich im Gefängnis saß und Jesus seine Arbeit weitergeführt hat, in dem Sinn, wie er es eben verstanden hat. Matthäus Kapitel 11 lesen wir ab Vers 1. Und da heißt es, und es begab sich, da Jesus solch Gebot an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dannen weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Johannes, von dem wissen wir, dass er nicht in den Städten gepredigt hat, sondern dass er draußen am Jordan gepredigt hat und dass das Volk hinausging in die Wüste, um ihn zu hören. Da haben wir schon einen gewissen Unterschied zwischen dem Wirken Jesu und dem Wirken Johannes des Täufers. Johannes hat sich also mehr eben in dieser Wüste aufgehalten, während Jesus durch Städte und Dörfer gegangen ist. Aber beide haben sie letztendlich vom Reich Gottes geredet. Beide haben eigentlich ein Werk getan, um das Volk Israel vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Denn alles, was Johannes der Täufer getan hat, was auch Jesus nachher getan hat, war ja immer noch ein Werk der Vorbereitung des Volkes auf die Begegnung mit Gott, wenn der Herr wirklich erscheinen wird als gerechter Richter, wie das Paulus dann im Neuen Testament noch gesagt hat. Und wir werden uns ja heute noch die Frage etwas stellen, worin denn dieser Unterschied zwischen der Vorbereitung auf das erste Kommen Jesu und die Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu besteht. Also Jesus war auch unterwegs, wie Propheten im Alten Testament, die gelehrt haben und gepredigt durch die Städte. Im Vers 2 heißt es dann, da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und saget Johannes wieder, was er höret und sehet. Berichtet ihm einfach, was ihr selber erlebt. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Da die hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, dass der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinausgegangen? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Vielleicht bis hierher. Dieser letzte Text hier, da möchte ich euch in Erinnerung rufen, dass Jesus hier sich in dieser Definition des Johannes, in der Identifikation des Johannes, sich nicht auf Jesaja 40 bezieht, wo dort die Prophezeiung stand, er ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der dem Herrn den Weg bereitet, sondern hier achten wir darauf,
dass Jesus diese Jesaja-Stelle eigentlich nie verwendet hat, um damit das Wirken des Johannes des Täufers in Verbindung zu bringen. Das ist sehr bemerkenswert, obwohl die Evangelisten das getan haben. Wir werden das dann später nochmal sehen. Und dass auch Johannes selber sich mit dieser Prophezeiung des Jesaja in Jesaja 40, Vers 3 identifiziert hat, mit der Stimme eines Predigers in der Wüste. Jesus sagt hier, dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg bereiten sollte. Das heißt, Johannes brachte hier diese, oder Jesus brachte hier in dieser Rede hier, in dieser Antwort an die Jünger des Johannes, eine andere Prophezeiung ins Spiel, die ebenfalls in Malachi 3 steht. Und vielleicht schlagen wir Malachi 3, Vers 1 jetzt auf. Das ist gleich im Alten Testament, also am Schluss, wie wir es wissen, die letzte Prophetie, gleich von Matthäus. Malachi 3, Vers 1. Dort ist von diesem Boten die Rede, wo es heißt dann, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Eine ganz klare Prophezeiung von einem Boten, der hier ebenfalls vor dem Kommen des Herrn hier beschrieben wird. Und zwar vor dem Kommen des Herrn nicht in den Wolken des Himmels, wie wir aus neutestamentlichen Stellen kennen, sondern vom Kommen des Herrn, der zu seinem Tempel kommt. Es ist sehr interessant, wir werden im Alten Testament nirgends eine Stelle finden, die davon spricht, dass Jesus am Ende der Zeit in den Wolken des Himmels kommen wird. Wir haben eine Stelle beim Daniel, in Daniel 7, wo der Menschensohn beschrieben wird, der auf einer Wolke kommt und zu dem Alten gebracht wird, dort wo dieses Gericht dann tagt. Das ist aber keine Beschreibung der Wiederkunft Jesu, sondern eine Beschreibung, wo Jesus zunächst vor seinem Kommen noch zu diesem Alten in dieses Gerichtsgeschehen hingeführt wird. Obwohl natürlich andere Ausleger diese Stelle auch in Daniel 7 doch mit der Wiederkunft Jesu in Verbindung bringen, aber wenn man sich den Text genau anschaut, hat das dort nichts mit dem zu tun. Aber es ist vom Kommen des Menschensohnes in den Wolken des Himmels die Rede. Aber da muss man unterscheiden, welches Ereignis ist gemeint, welcher Zeitpunkt ist dort und da beschrieben im Alten oder im Neuen Testament. Also noch einmal, auf diese Prophezeiung bezieht sich Jesu und nicht auf Jesaja 40 interessanterweise, auf die Stimme eines Predigers. Und als Jesus dort, als diese Jünger des Johannes zu ihm kamen und Jesus diese Stelle von Malachi 3, Vers 1 zitiert hat, da hat er in dieser Vorrede, die wir da gelesen haben, auf zwei Bibelstellen im Alten Testament hingewiesen und hier eigentlich zitiert. Schlag nochmal Matthäus 11 auf, wir gehen nochmal zurück zu diesem Text und schauen uns jetzt noch einmal genau an, was Jesus hier im Vers 5 gesagt hat. Denn das sollten Sie dem Johannes berichten, was Sie gesehen und gehört haben. Matthäus 11, Vers 5, da heißt es, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das, was Jesus hier beschrieben hat, das ist eine Beschreibung dessen, was er wirklich getan hat. Aber gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass das, was er hier damals getan hat und was er dem Johannes hier schildert, eigentlich prophetisch vorhergesehen war. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Reiches Gottes, das Gott vor allem zunächst einmal in Israel aufrichten wollte. Und wir haben das letzte Mal, habe ich euch aufmerksam gemacht, da haben wir diese alttestamentliche Stelle gelesen, in der das, was Jesus hier gesagt hat, prophetisch vorausgesagt war. Und wo es da um die Wunder geht, das ist die Stelle in Jesaja 35, also im Propheten Jesaja 35, Vers 5 und 6.
Aber, und wir werden hier zwei Stellen uns anschauen, wenn Jesus dann sagt, und den Armen wird das Evangelium gepredigt, dann werden wir das nicht in Jesaja 35 finden, sondern diese Aussage hier, die werden wir in Jesaja 61 finden. Und wir schauen uns jetzt diesen Text noch einmal an. Da schlagen wir zunächst einmal Jesaja 35 noch einmal auf. Jesaja 35, damit wir sehen, dass selbst Jesus bei seiner Beschreibung seiner Tätigkeit hier eigentlich aus den Propheten des Alten Testamentes seine Sprache übernommen hat und nach dieser Sprache der Prophetie sein Werk beschrieben hat, das er gerade dabei war zu tun. Hier zur Wiederholung, was wir das letzte Mal schon angeschaut haben, in Jesaja 35, wo es da um das zukünftige Heil Israels geht. Und erinnert euch, aus diesem Zusammenhang, wenn man den ganzen Text zusammenhängend liest, kommt man nicht gleich zu dem Schluss, dass es sich hier um die neue Erde schon handelt, nach der Wiederkunft Jesu, sondern das sollte es eine Prophezeiung sein, die sich damals schon in Israel erfüllen sollte und sich ja in dem Fall erfüllt hat, als Jesus in Israel war. Denn im Kapitel 35, Vers 5, da steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stumme wird frohlocken. Also auf das hat sich Jesus bezogen. Ihr merkt, Jesus hat hier fast wortwörtlich in dieser Antwort an Johannes sich auf diese Stelle hier beziehen können. Das war prophetisch vorausgesagt, was sich in Israel abspielen würde, wenn Gott für Israel wirkt. Eine Stelle, die wir hier ganz klar finden. In Jesaja 61, wenn wir jetzt Jesaja 61 aufschlagen, dann haben wir dort eine weitere Prophezeiung, die Jesus dort in seiner Antwort an diese Jünger des Johannes mit einbaut. Allerdings nimmt er aus dieser Prophezeiung in Jesaja 61, Vers 1 und 2 eigentlich nur einen Satz heraus. Da heißt es hier im Vers 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Da geht es um Elende und in anderen Übersetzungen heißt es, in den Armen gute Botschaft zu bringen. Und das ist auch das, was im Neuen Testament dann bei Matthäus übersetzt ist. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Da haben wir wieder dieses Konzept des Trostes, ja, der Tröster, der kommen sollte, um eben das Volk in seiner misslichen Lage zu trösten. Und wir erinnern uns, als Jesus dann in Nazareth war, das war eigentlich seine erste Predigt, die wir in Lukas Kapitel 4 finden, ja, schlagen wir auf das Evangelium nach Lukas. Dort hat Jesus diese Jesaja-Stelle in dieser Predigt zitiert, und zwar in Lukas 4, Vers 18. Ja? Lukas 4, Vers 18. Wie ihm da die Schriftrolle gereicht wurde, wie es im Vers 17 heißt, da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand er die Stelle, da geschrieben stand, die wir jetzt so gerade gelesen haben. Der Geist des Herrn ist bei mir. Darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Achtet wieder hier dieses Zitat. Und das ist das Zitat, das Jesus dort den Jüngern von Johannes gesagt hat, sagt ihm, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das heißt, Jesus hat sich hier bezogen auf diese Prophezeiung auch in Jesaja 61. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen und der Text geht dann einfach weiter, so wie er dort in Jesaja geschrieben steht. Nun haben wir eine deutliche Erfüllung dieser beiden Prophezeiungen, denn beides, was da steht in Jesaja 35 und in Jesaja 61, hat sich buchstäblich in Jesus damals erfüllt.
Nur wenn wir das genau anschauen, wenn wir die Prophezeiungen dort sowohl in Jesaja als in Jesaja 61 als auch in Jesaja 35, wenn wir das ganze Kapitel durchschauen werden, dann werden wir merken, da hat sich nicht alles erfüllt, was dort in diesem Kapitel geschrieben stand. Das heißt, es sind einige Teile, die sich da in dem erfüllt haben, was Jesus geschrieben hat, was Jesus gesagt hat und was er auch getan hat, aber anderes wieder nicht. Und deshalb muss man sich die Frage stellen, ja, warum hat sich das nicht erfüllt? Was dann weiter, zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückgehen zu Jesaja 61, schlagen wir dort noch einmal zurück, wo wir die Frage stellen können, warum hat sich denn dort nicht alles erfüllt, was in diesem Kapitel geschrieben steht? Denn wenn wir gleich den Text weiterlesen, im Vers 3, Jesaja Kapitel 61, Vers 3, da heißt es dann, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben wird, werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn, ihm zum Preis. Jetzt muss man fragen, ist da hier für das Volk, die da getrauert haben, Schmuck statt Asche gegeben worden, Freudenöl statt Trauerkleider, Lobgesang statt eines betrübten Geistes? Da können wir nur sagen, das haben zwar einzelne Leute damals in Israel erlebt, aber das war ja hier für das ganze Volk gedacht. Und dann heißt es hier, und das ist der interessante Zusammenhang, im Vers 4, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern und die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und wenn man den Zusammenhang liest, dann sind wir hier im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems in der babylonischen Gefangenschaft und die Zeit danach. Das kommt auch im Vers 5 zum Ausdruck. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn sein und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und ihnen und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Also wenn wir hier Jesaja 61 als Ganzes lesen und nicht nur im Vers 1 und 2 stehen bleiben, sondern weiter und weiter, und dann können wir 62, 63 weiterlesen, dann werden wir merken, das sollte sich eigentlich erfüllen, und zwar schon längst, bevor der Messias kommen sollte. Eigentlich, wenn wir hier diese Stelle in den Zusammenhang lesen, dann ist auch diese Aussage, der Geist des Herrn ist bei mir, weil er mich gesalbt hat, eine Aussage, die sich nicht unbedingt gleich im Messias erfüllen sollte, sondern das sollte eigentlich der Auftrag des Volkes sein in Israel. Sie sollten nach Vers 6, das wäre der gleiche Gedanke in diesem Kapitel, sie sollten Priester des Herrn sein und den Armen das Evangelium zu verkündigen und den Gefangenen zu verkündigen, dass sie los sind und dass sie frei sein sollten und so weiter. Und auch, dass sie Wunder tun. Und wir wissen ja, also währenddem Jesus seine Wunder getan hat und bevor Jesus seine Wunder hier auf Erden getan hat, sollten wir nicht vergessen, dass auch im Alten Testament die Propheten durch den Geist Gottes und durch die Kraft Gottes schon viele Wunder getan haben. Einschließlich Tote auferweckt, wenn wir an Elia denken, ja? Kranke geheilt. Die ganzen Wunder, die Mose getan hat, das sind ja alles göttliche Wunder, wo wir sagen können, hat Jesus größere Wunder getan, als sie durch Mose geschehen sind? Das heißt, auch diese Wunder, die wir hier bei den Propheten haben, hätten ja eigentlich Wunder sein können, die selbst durch das Volk, wenn es gehorsam gewesen wäre, geschehen hätten können. Also der Zusammenhang würde es hier nicht einmal so
gleich vorneweg erlauben, dass man das gleich sofort nur auf den Messias bezieht. Das, was ich jetzt hier sage, das, da möchte ich euch jetzt erinnern an das, was, auch, was ich das letzte Mal schon vorgelesen habe, in dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 496. Und ich möchte heute noch einmal mit euch, diese Sätze noch einmal vorlesen, die wir da haben. Im Patriarchen und Propheten auf Seite 496. Entschuldige, da habe ich das falsche Buch. Jetzt muss ich mich da etwas zurückwenden. Das war jetzt nicht Patriarchen und Propheten, ja. Ich habe das Buch, sollte das Buch Propheten und Könige sein. Entschuldigt also, 496. 496. Und da habt ihr dieses Kapitel. Und ich möchte euch noch einmal auf wichtige Details aufmerksam machen, die Ellen White hier in diesem Buch, in diesem Abschnitt hier beschrieben hat. Wenn ihr das Buch vielleicht bei euch habt, nehmt es zur Hand, das Buch Propheten und Könige, denn es wäre gut, wenn wir diesen Abschnitt hier gemeinsam noch einmal anschauen wollen. Da heißt es hier, durch die Verkündigung der Wahrheiten des ewigen Evangeliums allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern erfüllt Gottes Gemeinde auf Erden heute die alte Weissagung: Es wird einst dazu kommen, dass Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Erinnert euch, das ist eine Prophezeiung in Jesaja 47, ja, die hier gegeben worden ist. Auch in diesem Zusammenhang für die Zeit nach der Rückkehr aus Israel. Dann geht es weiter. Die Nachfolger Jesu erobern, so sagt Ellen White hier, im Zusammenwirken mit himmlischen Wesen rasch die vernachlässigten Plätze der Erde. Und als Ergebnis ihrer Mühen reift eine reiche, kostbare Seelenernte heran. Da spricht sie von ihrer Zeit, als in der Frühgeschichte der Adventbewegung das Evangelium innerhalb kürzester Zeit auf alle Kontinente gegangen ist. Und das bringt sie jetzt hier in Verbindung mit dieser Erfüllung einer Weissagung, die im Alten Testament für Israel gegolten hat. Und dann heißt es hier weiter, die Segnungen, die vor Jahrhunderten in der Verheißung an Abraham und an das ganze Israel, an die Gemeinde Gottes aller Zeiten angedeutet wurden: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also auch diese Weissagung und diese Verheißung, die an Abraham gegeben worden ist, sagt Ellen White damals, das erfüllt sich heute in der Verkündigung der Adventbotschaft zu ihrer Zeit damals. Und dann noch einmal diese Aussage, also diese Stelle solltet ihr euch gut merken hier, diese Segensverheißung hätte sich schon in großem Ausmaß während der Jahrhunderte erfüllen sollen, die auf die Rückkehr der Israeliten aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten. Gott beabsichtigte, die ganze Erde auf die erste Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute der Weg für sein zweites Kommen geebnet wird. Und diese Stelle, die ist mir ganz wichtig. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder diese Frage auch an Theologen gestellt, an Kollegen im Predigtamt. Worin hat deiner Meinung nach die Vorbereitung auf das erste Kommen Jesu bestanden gegenüber der Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu? Wie haben Propheten im Alten Testament die Menschen auf das erste Kommen Jesu vorbereitet und wie bereiten wir die Menschen heute auf das zweite Kommen Jesu vor? Wenn wir da das Thema im Detail studieren würden, dann werden wir merken, da gibt es keinen Unterschied. Denn die Vorbereitung war immer, dass der Mensch Buße tut, dass er sich zu Gott bekehrt, dass er ein göttliches Leben führt und dass er nach den Geboten Gottes wandelt. Und
Es war nirgends im Alten Testament eine Beschreibung drinnen, dass die Menschen sich auf das erste Kommen Jesu vorbereiten sollten, indem sie das Leiden und den Tod des Messias vor Augen haben sollten und dass sie sich auf sein Leiden und auf sein Sterben vorbereiten sollten und beim zweiten Kommen dann auf die glorreiche Rückkehr. Dieser Unterschied lässt sich im Alten Testament in keiner Weise machen. Denn wie hätte sich das Volk praktisch im Alten Testament auf das Sterben des Messias oder auf das Leiden des Messias vorbereiten sollen? Und wenn wir jetzt noch dazu kommen, dass Jesus im Nachhinein sagt, dass der Wegbereiter ja auch leiden würde in der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn, dass auch er leiden und sterben würde, ja, da müsste man sich fragen, hat das der Johannes gewusst? Hat sich der Johannes auch nicht nur auf das Leiden und Sterben des Messias vorbereitet und hat er die Leute darauf vorbereitet, sondern hat er sich auch selbst auf das Leiden und auf sein Sterben vorbereitet? Wenn das so war, dann sollten wir auch in der Prophetie im Alten Testament ja etwas finden, wo er dann Anlass gehabt hat, auf ein Schicksal irgendwo hin sich vorzubereiten. Jedenfalls, Ellen White sagt hier, diese Prophezeiungen, die hier quasi hineingehören in dieses Wegbereiterkonzept, die sollten sich nicht erst beim Kommen des Messias erfüllen, sondern eigentlich schon in der Zeit davor, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das lesen wir dann gleich in diesem Text weiter, wo es heißt, am Ende der demütigenden Jahre der Verbannung gab Gott seinem Volk durch Saharia die freundliche Zusicherung, ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. Das sind alles Prophezeiungen, die dort im Alten Testament standen, wo eine wunderbare Verheißung gegeben worden ist, dass der heilige Berg in Jerusalem sein sollte, dort wo der Tempel besteht. Und der dann vorübergehend zerstört wurde und zu einem unheiligen Berg erklärt worden ist, weil das Volk eben unheilig gehandelt hat. Aber jetzt sollte er wieder ein heiliger Berg sein. Und über sein Volk sagte er, siehe, ich will ja Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Und der Jeremia, nicht, wenn wir den Jeremia lesen, da heißt es an einer Stelle, dass der Thron Gottes in Israel sogar aufgerichtet sein sollte in Jerusalem. Jerusalem soll der Thron Gottes heißen. Und da heißt es hier, die Erfüllung dieser Verheißung hing vom Gehorsam ab. Die Sünden, die die Israeliten vor der Gefangenschaft gekennzeichnet hatten, sollten sich nicht wiederholen. Richtet recht, mahnte der Herr jene, die am Wiederaufbau beteiligt waren, und denn jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen. Und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Rede einer mit den anderen Wahrheit und richtet Recht, schaffet Frieden in euren Toren. Das wäre ganz konkret hier eine Beschreibung, wie sich das Volk im Alten Testament auf dieses Kommen des Herrn vorbereiten sollte. Also Propheten und Könige noch einmal, ja, die Seite 496, dieser Abschnitt. Wichtig, ihr könnt das ganze Kapitel lesen, ja, dass Ellen White hier eindeutig lange vor dem Kommen des Messias damit in Verbindung bringt. Und ich habe heute ein anderes Buch hier doch dabei, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Und zwar ist das das Buch von John Bolin, Das Ende der Welt, was die Bibel tatsächlich darüber sagt. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch dieses Buch für die zukünftigen Abende unbedingt anschafft. Es ist ein sehr interessantes Buch, das John Bolin, das ist ein Professor der Andrews-Universität, ihr könnt dieses Buch im Adventverlag Hamburg bestellen. Und ich möchte euch einlassen, jeder, der mich da jetzt hört und der diese Sendung hört und das auch weiterhören möchte, dass ihr euch dieses Buch unbedingt anschafft. Denn ich möchte in den kommenden Abenden euch zeigen, wie John Bolin hier in voller Übereinstimmung auch, was dieses Thema betrifft, mit dieser Aussage von Ellen White steht und wo er hier auch ebenfalls in diesem Buch hier ein Plan A und Plan B Konzept entwickelt hat. Und wo hier Gedankengänge drinnen zu finden sind,
die auch ganz meinen Vorstellungen entsprochen haben. Und ich habe ja John Bolin 1997 als Lehrer, als Professor an der Andrews-Universität gehabt. Und dieses Buch, das jetzt in Deutsch übersetzt ist, im Englischen hat das den Titel, fällt mir jetzt dieser englische Titel nicht ein, aber wir haben das Buch in Englisch im Unterricht gehabt, als Unterrichtsbuch. Und er hat seinen ganzen Unterricht über Eschatologie, also über die Lehre vom Ende, auf diesem Buch aufgebaut. Und ich war damals schon sehr fasziniert von den Inhalten dieses Buches und seines Konzeptes über diesen ursprünglichen Plan, den Gott nicht nur mit Israel, sondern eigentlich schon mit der Menschheit hatte nach dem Sündenfall. John Bolin in diesem Buch steigt bei diesem Gedanken eines Plan A und Plan B Konzeptes, aber interessanterweise erst so richtig nach der Sintflut ein. Also es gibt in diesem Buch sehr grundsätzlich interessante Ansätze zu diesem Thema, was hier Gottes Plan war, bevor der Messias auf diese Erde kommt. Nämlich in diesem Gedanken des Wegbereiterkonzeptes. Und besonders der Schwerpunkt wird dann gelegt auf diese Nachkommen Abrahams, wie Gott durch die Nachkommen Abrahams die Welt und dann später besonders Israel gebrauchen wollte, um die Welt vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Und da wird nicht denn, und der John Bolin macht auch hier ganz deutlich, dass hier im Alten Testament diese Idee von einem ersten Kommen, von einem zweiten Kommen, das wird hier gar nicht angesprochen, weil im Alten Testament prinzipiell davon die Rede ist, dass der Herr kommt. Und ich habe gerade zu dieser Stelle, zu Jesaja 35, wenn vielleicht der eine oder andere jetzt für Erklärungen verwundert ist, dass ich diese Stelle, wo da steht, dass die Lahmen aufstehen, die Toten auferstehen und die Lahmen springen und die Tauben hören und so weiter. Diese Stelle in Jesaja 53 und auch diese Stelle in Jesaja 60 bis 65, dass wir sie in Verbindung bringen mit dem, was Gott schon im Alten Testament durch das Volk Israel tun wollte. Ich lese hier aus diesem Buch auf Seite 67 einiges vor, wie John Bolin hier das in seinem Buch formuliert hat. Und da sagt er hier, wenn Gott die Herzen seines Volkes verwandelt, wird sich das laut der Propheten auch auf die körperliche Verfassung der Menschen spektakulär auswirken. Und da spricht er von Israel nach der babylonischen Gefangenschaft. Das ist auch hier in diesem Buch der Zusammenhang. Dann zitiert er Jesaja 35 und sagt, dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Das ist eine Übersetzung nach der Guten Nachricht Bibel im Deutsch, die hier verwendet worden ist und die John Bolin auch im Englischen eine ähnliche Bibel verwendet hat. Und dann sagt er hier gleich als Kommentar zu dieser Stelle in Jesaja 35, 5 und 6, all dies sollte in geschichtlicher Zeit geschehen. Also in der Zeit, in dem Lebensraum und unter den Umständen, in denen die Propheten lebten. Also das ist hier ganz deutlich eine Aussage, wo er sagt, diese Prophezeiungen, die wir da soeben vorhin gelesen haben, die sollten sich noch zu Lebzeiten der Propheten erfüllen. Und das bringt er hier ebenfalls überhaupt gar nicht mit dem Messias in Verbindung. Also ich war sehr erstaunt und ich habe jetzt nach diesem Konflikt, in dem wir da ja seit einigen Jahren stehen, habe ich dieses Buch nochmal zur Hand genommen und habe das nochmal genauer durchgelesen und habe gemerkt, hier sind ganz gleiche Gedankengänge als die, die ich seit Jahren formuliert habe über Plan A und Plan B und die mich eigentlich innerhalb der Gemeinde zu diesen großen Schwierigkeiten gebracht haben, von denen die meisten von euch ja Bescheid wissen. Ja? Also er sagt hier ganz deutlich, dass diese Prophezeiungen, die wir eigentlich nur auf den Messias beziehen und sofort eins zu eins auf den Messias übertragen, John Bolin, und das möchte ich euch in den nächsten Abenden, wenn wir weiter über dieses Thema der Vorbereitung sprechen und dieser Wegbereitung, möchte ich euch hier dann noch einige konkretere Stellen vorlesen. Aber ich lese hier weiter in diesem Text, da geht auch auf Jesaja 65, 17 bis 24 ein. Und er sagt, Jesaja 65, 17 bis 24, da ist diese Geschichte, wo darin steht, eine Geschichte, die wir nur mit der neuen Erde in Verbindung bringen, wo wir
er zitiert hier und ihr werdet merken, worum es geht. Er sagt, Jesaja 65, 17 bis 24 macht das besonders deutlich, ja, dass diese Verheißungen, die da auch in Jesaja 35 standen, sich noch in geschichtlicher Zeit vor dem Kommen des Messias abspielen sollte. Das heißt es hier, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Das ist Jesaja 65, ja, ab Vers 17. Auf den ersten Blick, sagt John Paulin hier, erinnern diese Worte an einen ähnlich lautenden Text in der Offenbarung. Wenn wir hören, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dann denken wir natürlich nur an die Offenbarung, an die Zukunft. John Paulin schreibt hier, auf den ersten Blick mögen diese Worte uns an diesen Text in der Offenbarung erinnern, nachdem Gott die Erdoberfläche gereinigt hat, aber in Jesaja wird nicht die ganze Erde, sondern nur Jerusalem neu geschaffen in diesem Zusammenhang. So erklärt er das jedenfalls hier. Und die Lebensspanne, also siehe in Vers 18 und 19, dort in Jesaja würde das zu finden sein, und die Lebensspanne ist keineswegs ewig. Denn es ist dort die Rede, es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Das ist ebenfalls eine Übersetzung nach der guten Nachricht. Und da sagt dann John Paulin zu diesem Text, den wir ja meistens irgendwie auf die neue Erde gleich übertragen, er sagt, das ist weit entfernt von der Schilderung in Offenbarung 21,4, wo es heißt, es wird keinen Tod mehr geben. Jesaja 65,20, sagt er hier, ist ein problematischer Text, den wir da gelesen haben, wo da von Kindern die Rede ist, die mit 100 Jahren sterben, nicht? Also so quasi, oder Alte, die mit 100 Jahren sterben und dann sagt man, die sind jung. Ja? Dann sagt er hier weiter, aber im Zusammenhang mit dem, was nach der Rückkehr aus dem Exil hätte geschehen können, ergibt dieser Text einen Sinn. Das heißt, er bringt hier in Jesaja 65 ganz eindeutig in Verbindung und sagt, das wäre eigentlich der Plan Gottes gewesen nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft für Israel. Dort sollte so quasi dieses Reich Gottes beginnen, wo die Lahmen springen und selbst die Toten auferstehen. Nicht? Da ist in Jesaja 35, da werden wir noch eine Stelle lesen, da heißt es dann weiter, obwohl die Propheten Gottes spektakuläres Eingreifen vorhersagten, sollte bei ihnen das Paradies nur Schritt für Schritt wiederhergestellt werden. Also sehr bemerkenswert, dass hier ein adventistischer Theologe es wagt, quasi dieses im Alten Testament eine Schritt für Schritt Wiederherstellung des Paradieses darzustellen. Er geht dann weiter und sagt, wegen des Einbruchs der Sünde herrscht in der Natur Feindschaft, auch gegenüber den Menschen. Sie steht unter einem Fluch, wie wir das von Adam her kennen. Manchmal gibt es zu viel Wasser, so dass es zu Überflutungen kommt, wie wir das heute haben. Dann wieder herrschen Wassermangel und Trockenheit. Wilde Tiere fressen die Menschen, denen sie nach Gottes Absicht dienen sollten. Die alttestamentlichen Propheten sagten voraus, dass Gott auch die Natur und Umwelt umfassend verändern wollte. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Jesaja 11 zitiert er hier, Vers 6 bis 9, der Panther neben den Ziegenbocken liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunge auf, ein kleiner Junge kann sie hüten, niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. Das ist Jesaja 6 bis 9 nach der guten Nachricht der Übersetzung. Und John Paulin kommentiert diesen Text in Jesaja 11 und sagt, den Zusammenhang des Textes bildet eindeutig die Rückkehr des Volkes Israel aus dem Exil. Also auch dort dieses Kapitel, das wir normalerweise immer nur auf die neue Erde übertragen. Hier haben wir einen adventistischen Theologen, der mit diesem Text in diese Richtung geht, dass er sagt, das war
ursprünglicher Plan Gottes, so sollte das von Israel ausgehen. Und wenn wir den Text in Jesaja 11 wirklich als Ganzes lesen, macht das für euch, ihr werdet merken, da kommt man immer wieder zu dem Schluss, dass hier Gott für Israel, für das Land, in das sie dann zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft, diese Verheißungen in erster Linie gegeben hat. Dann sagt er hier weiter, dies alles und noch viel mehr würde wahr werden, nachdem Israel aus dem Exil nach Palästina zurückgekehrt war. Jesaja 65, 25, auch Ezekiel 34, 25, 31 zitiert er hier. Wenn ihr das Buch habt, könnt ihr das dann anschauen. Und dann kommt auf Jesaja 35 zu reden, die Stelle, die wir da vorhin gelesen haben. Und da sagt er, die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien, die Wüste. Herrlich wie der Libanon soll sie werden. Siehe, denn dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hochheit unseres Gottes. Achtet darauf, in Jesaja 40 hat der Johannes, ist dort diese Prophezeiung, wo es heißt, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, und dann heißt es im nächsten Deck, und alles Fleisch soll die Herrlichkeit des Herrn sehen. Das, denselben Gedanken haben wir in Jesaja 35 hier, wo hier das Zitat da ist. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihre Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Jesaja 35, 1-7. Wo dann auch dieser Text drinnen kommt, die Lahmen springen und die Tauben hören und so weiter. Und da sagt hier John Bolin in diesem Zusammenhang, die Umwandlung Israels würde so umfassend sein, dass sogar das Wasser des toten Meeres wieder Leben zulässt. Und da zitiert er Hesekiel 47, 8-10. Wir werden im Laufe unserer Abende dann diese Stellen etwas genauer anschauen. Dann sagt er, die Dornen würden wieder verschwinden, siehe Jesaja 55, 13. Sogar die Himmelskörper würden in die Verwandlung einbezogen sein, siehe Jesaja 24, 23. Schlagen wir diesen Text einmal auf. Jesaja 24, 23. Oder, ja, also Jesaja 24 und der Vers 23. Da heißt es, und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich schämen, wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Also John Bolin bringt diesen Text durchaus nicht mit dem neuen Jerusalem in Verbindung, mit der neuen Erde, wie wir es für gewöhnlich machen, sondern er geht konsequent hier vor. Und er sagt, lest diese Texte im Zusammenhang und ihr werdet merken, das waren alles Verheißungen, die sich damals schon an Israel nach der babylonischen Gefangenschaft erfüllen sollte. Oder dasselbe habt ihr in Jesaja 25, auch diese Stelle fließt hier rein in diesem Zusammenhang. Achtet, was in Jesaja 25 steht, ab Vers 6, da steht, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit dem er alle Völker verhüllt hat, und die Decke, mit der er alle Heiden zugedeckt hat. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Und zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Moab aber wird zertreten werden wie Stroh, in die Mistlache getreten. Und wenn es auch seine Hände darin ausbreitet, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, um zu schwimmen, so wird doch der Herr seinen Hochmut niederdrücken, trotz allen Mühen seiner Arme. Und seine hohen, steilen Mauern wird er beugen, erniedrigen und in den Staub zu Boden werfen. Zu der Zeit, und der Jesaja hat hier keine Kapiteleingeteilung gemacht, dann steht hier, zu der Zeit wird man das Lied singen im Lande Juda. Wir haben eine feste Stadt zum Schutz, schafft der Mauern und Wehr. Tut auf die Tore, dass hineingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich.
Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott der Herr ist ein ewiger Fels. Also wir sind es nicht gewohnt, Bibelstudien zu machen, wo man ganze Kapitel durchgeht. Ja, ich habe mir das angewöhnt, dass ich nicht mehr nur einzelne Texte aus dem Alten Testament lese und sie dann gleich auf das Neue Testament übertrage und dann gleich auf die neue Erde übertrage, sondern ich habe mir prinzipiell angewöhnt, nach diesem Plan A-Konzept die Bibel zu lesen, nämlich immer zu fragen, was war der ursprüngliche Plan, den Gott mit den Menschen nach dem Sündenfall hatte. Schon vor der Sintflut, nach der Sintflut und jetzt hier in der Geschichte Israels auch nach und vor der babylonischen Gefangenschaft. Und ich muss sagen, ich bin hier John Bolin sehr dankbar und ich kenne kein Buch außer dieses Buch hier in deutscher Sprache, das ein solches Konzept hier beinhaltet. Und ich habe in den letzten Monaten oder letzten Wochen eigentlich mit einigen Kollegen gesprochen und habe darauf hingewiesen, habe gesagt, eigentlich sollte dieses Buch zu einer großen Diskussion innerhalb der Gemeinde führen, denn das, was hier steht, das ist doch völlig gegen das Konzept, das wir üblicherweise haben, wie wir alttestamentliche Prophezeiungen darstellen, dass wir all solche Texte gleich auf das Kommen, auf das zweite Kommen Jesu übertragen und auf die himmlische Welt. Und das wäre hier nur mal ein Vorgeschmack aus zwei Seiten in diesem Buch und ich möchte in den nächsten Abenden gerne mit euch weiter hier in diesem Buch ganz konkret das Konzept durchgehen im Vergleich mit dem, was wir auch persönlich da und dort schon verarbeitet haben. Aber das soll nur zeigen, dass ich sicher nicht der Einzige bin, der versucht hier die Bibel auch aus dieser Perspektive zu lesen, aus diesem Gedanken, was war der ursprüngliche Plan und was hätte sein können. John Bolin sagt hier zum Beispiel, das Heil auf Seite 67 in diesem Buch, das Heilmittel für Israels Niedergang war ein neues Herz und ein neuer Geist und eine neue Haltung des Gehorsams. Gott wollte mit den Israeliten einen neuen Bund schließen, da zitiert er Hesekiel 36, der es ihnen ermöglichte, sich von ihm von ganzem Herzen zuzuwenden und eine so innige persönliche Beziehung zu ihm zu finden, wie sie es zuvor noch nie besaßen. Siehe Jeremia 31, 31 bis 34. Das hätte, sagt er hier, und wenn ihr dort Jeremia 31 lest, dann geht es dort um die Verheißung des neuen Bundes, den wir auch immer wieder sofort auf das Neue Testament übertragen, nachdem dann der Messias gekommen ist, nachdem der Messias gestorben ist, nachdem er getötet wurde, sollte sich dieser Bund erst erfüllen, sollte dieser neue Bund erst in Kraft treten. John Bolin geht hier auf Seite 67 in diesem Buch noch einmal, ja, dass ihr darauf achtet. Er sagt hier ganz deutlich, das hätte am Ende der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft geschehen können. Auch Jeremia 29, 10 bis 14. Ja. Dann geht er weiter und sagt, warum aber hatte Gott in 5. Mose 28 Israels herrliche Zukunft vom Gehorsam abhängig gemacht, da er doch wusste, dass Israel nicht gehorchen würde? Und das ist eine interessante Fragestellung. Wieso hat Gott den Israeliten gesagt, diese Segnungen, die dann hier in den Propheten da wiederholt worden sind, Gott hatte diese Segnungen durch Mose schon gegeben, in 5. Mose 28 zum Beispiel, dieses große Kapitel über den Segen und Fluch. Und John Bonin fragt, wieso hat Gott den Israeliten den Segen verheißen, nur unter der Bedingung des Gehorsams, dass sie diesen Segen empfangen werden, wo er doch genau im Voraus gewusst hat, dass die nicht gehorsam sein würden. Also eine interessante Fragestellung. Er gibt dann hier die Antwort, Gott hat sich sicher nicht getäuscht, denn das Prinzip behielt seine Gültigkeit, auch wenn das Volk Israel nicht davon profitierte. Nationaler Gehorsam wird zu nationalem Wohlstand führen. Das heißt, hier in diesem Sinn ein Wohlstand, der so zu einer Veränderung einer völlig neuen Welt hätte führen können, darüber hinaus über die Völkergeschichte. Und er sagt dann hier, die Geschichte Israel liefert ausführliches Anschauungsmaterial dafür, dass nicht wiedergeborene Menschen Gott nicht dienen können. Gehorsam, der von Herzen kommt, siehe Psalm 40, 9, kann nur durch ein Wunder der göttlichen Gnade entstehen.
Und da ist jetzt ein Gedanke, den dann John Bolin drinnen hatte, auf das möchte ich dann auch eingehen, wo er dann hier ein Gnadenkonzept entwirft, wo man den Eindruck dann wieder bekommt, dass hier der Gedanke vertreten wird, nachdem Gott gemerkt hat, dass Israel, dass er seinen Plan über den Gehorsam Israels nicht erreichen konnte, hat er dann irgendwo diesen Plan so geändert, dass er jetzt nicht mehr weiter auf diesen Gehorsam so pocht, sondern dass er ihnen mehr gnädig entgegenkommen würde und dann ihnen in Gnaden das schenken würde, was sie durch Gehorsam nicht erreichen hätten oder haben können. Es gibt einen Satz, auf den werde ich dann auch noch hinweisen, wo er sogar sagt, auf der Seite 56, ja, wenn Israel gehorcht, würde Gott das Land Kanaan allmählich verwandeln, bis es wie der Garten Eden sein würde. Also so weit ist er gegangen, dass er sagt, Israel sollte zum Garten Eden wiederhergestellt werden. Probleme wie Unkraut und Krankheit, die durch den Sündenfall entstanden sind, würden nach und nach überwunden werden. Nicht einfach plötzlich durch eine Neuschaffung, sondern hier im Alten Testament sagt, wagt sich John Bolin sagen, dass diese Flüche aus dem Paradies nach und nach sich in Israel praktisch verflüchtigen sollten. Probleme, ja, Gottes Segnungen würden die Auswirkungen der Sünde allmählich zurückdrängen. Das Ende der Welt würde innerhalb der Weltgeschichte nicht danach kommen. Das heißt, während Israel noch auf dieser Erde lebt und während sie dabei sind, nach Gottes Willen zu leben, sollte hier ein Prozess der Neugestaltung dieser Welt stattfinden. Durch ihre enge Verbindung mit Gott, und das ist ein ganz unglaublicher Satz, also normalerweise würde ich meinen, wenn ich heute in einer Gemeinde so predigen würde, würden die Leute aufstehen und würden protestieren. Aber hier wagt sich John Bolin zu sagen, durch ihre enge Verbindung mit Gott würden die Israeliten das Paradies wiederherstellen. Also das könnt ihr nachlesen, wenn ihr es nicht glaubt, in diesem Buch, also schafft euch dieses Buch an. Hier wagt sich ein adventistischer Theologe, solche Aussagen zu machen, und das ist ein Unterricht, der auf der Andrews-Universität gelehrt wird. Das Buch ist inzwischen weltweit in verschiedenen Sprachen übersetzt, ja. Also der Buchtitel Das Ende der Welt, was die Bibel tatsächlich über das Ende sagt, im Hamburg Verlag zu haben. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, aber ich möchte euch dann auch zeigen, wo ich auch in diesem Konzept, das er hier zwar in diesem Zusammenhang aufbaut, wo es dann für mich auch Fragen gibt, wo ich sage, ob man das wirklich so nachvollziehen kann, wie es dann weitergeht in diesem Buch. Was ich aber jetzt hier, das was ich jetzt euch hier vorgelesen habe, dem würde ich allen zustimmen, und das würde auch dem vollkommen entsprechen, was wir in vielen Aussagen von Ellen White finden. Das würde absolut übereinstimmen mit dem. Aber was John Bolin hier nicht macht und was mir hier abgeht, dass in diesem Wegbereiterkonzept und das, was wir jetzt hier gelesen haben, das ist der Wegbereitung. Nicht nur ein Mann sollte den Weg bereiten für diese Welt, sondern Israel sollte Priester des Herrn sein und die Völker auf das Kommen des Herrn vorbereiten. Das heißt, was wir hier als Wegbereiterkonzept haben in diesem Buch, ich hätte mir gewünscht, dass jetzt auch dann irgendwo in den späteren Seiten nach der babylonischen Gefangenschaft kommt dann auch, er geht auf diese prophetenlose Zeit ein in diesem Buch, aber dann wird zum Beispiel Johannes der Täufer, das Werk des Johannes des Täufers, was Gott nach 400 Jahren prophetenloser Zeit durch Johannes des Täufer, dem Täufer noch einmal machen wollte, was hier noch für ein Plan bestand für Israel, auf das geht hier leider John Bolin mit keinem Wort ein. Und dann geht auch nicht auf das ein, interessanterweise, was Jesus durch seine Verkündigung nach Johannes dem Täufer noch erreichen wollte. Er geht auch nicht auf die Frage ein, was wäre gewesen, wenn die Juden jetzt Johannes den Täufer, wenn sie schon die Propheten vorher abgelehnt haben durch die Jahrhunderte hindurch, was wäre denn gewesen, wenn sie Johannes den Täufer nicht abgelehnt hätten und wenn sie dann den Messias nicht abgelehnt hätten? Diese Fragestellung fehlt in diesem Buch, und so wird eigentlich ein wichtiger Faktor, wenn man hier von einem Plan A und von einem Plan B spricht und von einem richtigen Wegbereiterkonzept spricht,
dass dieser wichtige Bereich, nicht, dieses Wirken des Johannes des Täufers, die Absicht, die Gott mit diesem Propheten Elia hatte, in der Wegbereitung und dann mit dem Messias, der dann kommen sollte und gekommen ist, um weiter das Volk vorzubereiten, dass er auf diese wichtigste Phase in dieser Geschichte Israels eigentlich dann nicht eingeht. Und da muss man sich dann, wir stellen uns aber hier die Frage, wenn sich das alles, was wir jetzt hier gelesen haben, und da gibt es noch viele andere Stellen im Alten Testament, wenn sich das alles jetzt nicht so erfüllt hat im Alten Testament, dann stellt sich ja die Frage, ja, warum hat sich dann das nicht erfüllt? Und wenn euch aufgefallen ist, ihr könnt alle diese Stellen durchlesen, wo eben dieses Wegbereitungskonzept da drinnen ist, und ihr werdet merken, da ist nirgends nur der leiseste Gedanke darüber zu finden, dass jetzt dieser Wegbereiter oder in dieser Wegbereitung, dass hier dem Herrn den Weg bereiten sollte, dass da irgendwo von einem Leiden und von einem Sterben von Wegbereitern oder von diesem Wegbereiter, der sich dann in Johannes dem Täufer als Letzten dargestellt hat, irgendwo etwas zu finden ist. Und das ist sehr bemerkenswert. Und ich habe euch das letzte Mal gesagt, vielleicht ist aber dort in diesem Kapitel 3 im Malachi etwas drinnen. Und da wollen wir jetzt noch auf diese Stelle eingehen. Denn das ist die Stelle, die Jesus in besonderer Weise mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht hat. Und wenn Jesus sagt, dass es diesem Boten gleich gehen würde, wie es ihm ergangen ist letztendlich, dann sollten wir eigentlich erwarten, dass wir vielleicht da in diesem Kapitel, wo da das Kommen des Wegbereiters beschrieben wird, irgendwo auch sein Leiden beschrieben wird. Denn wir haben, was das Leiden Christi betrifft, haben wir natürlich Kapitel, wo sein Leiden deutlich beschrieben wird und wo man dann das Neue Testament sagt, da hat sich erfüllt, was dort geschrieben stand. Ja? Und darauf werden wir ja kommen. Aber wo finden wir jetzt hier, wenn das eine Prophezeiung ist, die sich auf Johannes dem Täufer erfüllt hat, wo finden wir hier sein Leiden und sein Wirken? Lesen wir nochmal in Malachi 3. Da haben wir gesagt, da wird der Bote angekündigt und der soll den Weg bereiten und dann soll der Herr zu seinem Tempel kommen. Der Engel des Bundes, den ihr sucht, den ihr begehrt, denn siehe, er kommt, spricht der Herr. Das heißt, das Volk Israel hat auf diesen Engel des Herrn gewartet, dass er kommen sollte. Im Vers 2 steht dann, wer wird aber den Tag des seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidige und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaut. Also, wenn ihr diesen Text lest, auch hier ist kein Wort von einem Leiden und von einem Sterben, weder dieses Boten, der da vorausgeht, noch des Herrn, der da kommen sollte. Von dem Herrn wird hier gesprochen, dass er zu seinem Tempel kommt, also dass er nicht auf den Wolken des Himmels kommt, sondern zu seinem Tempel. Und jetzt müsste man hier natürlich definieren, was ist mit diesem Tempel gemeint. Der Herr soll zu seinem Tempel kommen. Jetzt kann man das natürlich buchstäblich sehen, dass der Herr zu seinem Tempel kommt. Und das ist ja auch das, was die Juden in diesem Tempel sehen. Und das ist bis heute so geblieben. Aus diesem Text hat es die jüdische Theologie, das Rabbinertum, den Gedanken abgeleitet, wenn der Messias kommt, dann kommt er zu seinem Tempel. Wenn aber da kein Tempel da ist, dann kann der Messias nicht kommen. Also muss der Tempel vorher gebaut werden, damit der Messias kommen kann zu seinem Tempel, damit sich diese Prophezeiung erfüllt. Und das ist auch der Grund, warum das Judentum heute unbedingt den Tempel irgendwo wieder erwartet in Zukunft
Und natürlich nach jüdischer Vorstellung, nach jüdischen Konzept des Alten Testamentes darf der Tempel nirgendwo anders stehen als dort, wo er ursprünglich gestanden ist. Also der Tempel soll wieder an seinem Platz aufgebaut werden. Da gibt es ja auch Prophezeiungen beim Sahari und auch in Ezekiel und beim Jeremia, wo der Tempel wieder dort errichtet werden sollte, wo er ursprünglich gestanden hat. Ja? Und das ist bis heute so geblieben. Jetzt wissen wir, der Tempel, von dem hier die Rede ist, der aufgebaut werden sollte und zu dem der Messias kommen sollte, achtet darauf, diese Prophezeiung zielt auf diesen Tempel hin, der durch Serubabel aufgebaut wurde. Zu diesem Tempel sollte er kommen. Wir haben auch da eine interessante Vorhersage beim Propheten Haggai. Ja, der Prophet Haggai. Schlag doch mal den Propheten Haggai auf. Und hier ist die Rede davon. Das ist der Haggai. Natürlich, da bin ich in einem falschen Text gelandet. Ja, in Haggai Kapitel 2, Vers 9, ja, in Haggai Kapitel 2, Vers 9, da steht, oder lesen wir fast für den Vers 8 weg, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden als die des ersten gewesen ist. Also der erste Tempel, das war der Tempel des Salomo. Und jetzt ist hier durch Haggai angekündigt worden, dass dieser Tempel, der jetzt nach der babylonischen Gefangenschaft durch Serubabel und dann unter der Leitung auch der geistlichen Leitung von Josua aufgebaut worden ist, die Herrlichkeit dieses neuen Hauses soll größer werden als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Also die Verheißung, dass an diesem Ort Frieden sein sollte und die Herrlichkeit größer sein sollte. Und wir wissen, die Herrlichkeit ist nie mehr größer geworden. Der salomonische Tempel konnte durch diesen neu erbauten Tempel nicht überholt werden. Als die Juden zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, im Buch Esra lesen wir das, da haben sie die Fundamente gelegt und dass die alten Leute, die noch gelebt haben, als der alte Tempel stand und die wieder heimgekehrt sind dort, und sie gesehen haben, die Mauern, wie der Tempel gebaut worden ist und dass die Grundmauern viel kleiner waren als die beim alten Tempel, haben sie dann geweint und haben getrauert darum, dass dieser Tempel jetzt nicht mehr so schön sein würde wie der zukünftige. Aber es gibt hier auch eine Möglichkeit, diesen Gedanken zu deuten, wodurch die Herrlichkeit dieses neu erbauten Tempels größer sein sollte. Das war Plan, das ist offensichtlich, was hier steht in Haggai 2, Vers 9, war Plan Gottes mit dem Tempel, der Wiederaufbau gebaut wurde. Und der Plan, der hier in Verbindung steht, da sollten wir ab Vers 6 lesen, oder ab Vers 4 vielleicht noch. Ja? Aber nun Serubabel, eine Botschaft an Serubabel, die hier geht, dem Mann, der aus der babylonischen Gefangenschaft von Cyrus den Auftrag hatte, diese Bauarbeiten zu leiten. Ja? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr Zebaoth. Es ist nur noch eine kleine Weile, achtet auf diesen Hinweis, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Das ist jetzt nicht die Offenbarung im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Währenddem die Juden, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, das zweite Jahr des Kyros, das war das Jahr 520 vor Christus, da sagt der Prophet, nur noch eine kleine Welle, so werde ich Himmel und Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da soll dann kommen aller Völker Kostbarkeiten. Und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist hier eine deutliche Prophezeiung, wie Gott im Alten Testament geplant hatte, wie er kommen würde.
aller Völker Kostbarkeiten. Jetzt muss man fragen, wer ist hier mit aller Völker Kostbarkeiten gemeint? Das kann nur der Messias gewesen sein, das kann nur der Jahwe, der Herr Zebaoth sein, der im Alten Testament immer als der kommende Gott beschrieben wird. Im Alten Testament ist nicht Jesus, der kommt. Es gibt eine einzige Aussage, wo der Messias kommt, also Daniel 9, wo wir drinnen haben, und nach 62 Wochen wird der Gesalbte kommen. Aber hier ist von nicht vom Messias, von aller Völker Kostbarkeiten soll kommen. Und dann will er, dieses Haus soll voll der Herrlichkeit dir werden. Und da meint er jetzt hier dieses Haus, dieser neu erbaute Tempel, soll voll Herrlichkeit werden. Und wenn wir das jetzt mit Malachi 3,1 in Verbindung bringen, dann war das genau dieser neue, aufgebaute Tempel. Und Malachi kündigt an, da wird ein Bote vorausgehen dem Herrn, der wird ihm den Weg bereiten, damit der Herr zu seinem Tempel kommt. Das würde jetzt bedeuten, wenn wir diese Prophezeiung in Haggai 2 in Verbindung bringen, da soll dann dieser Herr, der dort zu seinem Tempel kommt, sollte aller Völker Kostbarkeiten sein. Ist das nicht eine interessante Aussage? Die Kostbarkeit für alle Völker soll dort zu diesem Tempel kommen, der nie mehr die Herrlichkeit des salomonischen Tempels hatte, aber durch das, dass diese Herrlichkeit, diese Kostbarkeit aller Völker dort in diesen Tempel hineingehen sollte, sollte dieses Haus dadurch herrlicher werden als irgendein anderes Gebäude. Nämlich einfach durch die buchstäbliche Gegenwart des Sohnes Gottes, der auf diese Welt gekommen ist. Obwohl, ihr merkt, hier ist nicht der Rede in Haggai, da würden wir nie auf die Idee kommen, dass da ein Kindlein zuerst geboren werden müsste, dass dieser Völker Kostbarkeiten ein Kind sein würde, das in Bethlehem geboren wird und dann erst irgendwo erwachsen wird und dann unterrichtet werden muss von Menschen und dann von Menschen gehasst wird und von Menschen abgelehnt wird und dann erst irgendwo als Kostbarkeit aller Völker in den Tempel das Haus voll Herrlichkeit machen sollte. Wenn ihr diese Texte hier lest, und da weise ich euch wieder auf das Buch von John Bunyan, auf das werden wir dann weiter eingehen, auch er geht hier auf diese Prophezeiungen in Haggai und in Sacharja ein und zeigt hier, das war hier eigentlich wirklich der ursprüngliche Plan. Der Wegbereiter, der Bote, von dem Jesus gesagt hat, das ist Johannes der Täufer, er hat den Weg vorbereitet für den Messias. Jesus kam als der Völker Kostbarkeiten, ging ihn dort in diesen Tempel hinein, und nach Malachi 3, was wir dort vorhin gelesen haben, steht hier, sollte er jetzt die Söhne Levi reinigen und das Silber schmelzen und die Söhne Levi reinigen, damit sie dann dem Herrn Opfer bringen können in Gerechtigkeit. Und da stehen wir jetzt vor der Frage, und was ist daraus geworden? Jesus ging in den Tempel, er war mehrmals in den Tempel drinnen, aber was haben sie getan mit ihm? Wir wissen die reale Geschichte, sie haben ihn aus dem Tempel, zuerst hat er sie hinausgeworfen und dann haben sie ihn hinausgeworfen. Und letztendlich haben sie ihn verworfen und haben mit ihm, wie Jesus das gesagt hat, sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Aber das ist ein Wort, das Jesus dann auch von Johannes dem Täufer gesagt hat. Von Jesus haben wir die Prophezeiungen drinnen, aber merkt ihr, das sind Stellen hier, die ebenfalls von dem Messias sprechen, in Parallele mit dem Boten, der vor ihm hergeht, und wir haben da kein Wort von einem leidenden Messias, den wir heute da gelesen haben, und wir haben auch da kein Wort von einem leidenden Boten, der da kommen soll. Und doch ist es so gekommen. Und daher bleibt die Frage bestehen, warum musste nicht nur Jesus leiden und sterben, sondern warum musste auch der Bote, der hier angekündigt wurde, leiden und letztendlich sterben? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir schon eine Erlösungstheologie haben und eine Sterbens- und Leidenstheologie Jesu, dann sollten wir auch uns die Mühe machen, hier auch diese Theologie des Leidens und Sterben Jesus, des kommenden Herrn, auch mit dieser Leidens- und Sterbetheologie des Wegbereiters in Verbindung bringen. Und wir werden sehen, wohin uns unsere Gedanken,
das nächste Mal führen werden. Wir werden diese Gedanken weiterdenken und sehen, was Jesus wohl gemeint haben könnte, wenn er gesagt hat, dass Johannes es so ergehen wird, wie von ihm geschrieben stand. Also muss das noch irgendwo im Alten Testament ja geschrieben gestanden haben und geschrieben stehen, noch heute immer. Oder wir haben vielleicht eine falsche Bibel, dass da diese Stellen nicht mehr drin sind. Das könnte man auch sagen, wenn man bibelkritisch wäre, wenn man sagen, na, vielleicht haben da andere Propheten darüber geschrieben, die wir halt nicht in der Bibel haben. Aber auf solche Spekulationen wollen wir uns nicht einlassen. Jesus hat diese Schriften in den Händen gehabt, die Schriften, die wir heute im Alten Testament haben, die waren auch damals in der jüdischen Synagoge, die hat Jesus gekannt und von dort her hat er irgendwo seinen Schluss gezogen, warum er auf diese Aussage kommt. Ein Rätsel, das wir weiter verfolgen und ich hoffe, dass ihr auch selbst eure Gedanken weitermacht und dass das, was wir heute miteinander betrachtet haben, auch weiterhin hilft, einen weiteren Blick zu bekommen über das, was wirklich Gottes Plan im Alten Testament nicht nur mit dem Volk als Wegbereiter war, sondern auch mit dem Johannes dem Täufer, der als der zweite Elia von Jesus zunächst einmal beschrieben wird. Gott helfe uns, dass wir diese Gedanken weiterdenken und wenn euch da irgendwelche Fragen kommen, dann fühlt euch frei, sie auch zu stellen und ja, macht vielleicht auch aufmerksam auf dieses Buch irgendwo, auch in den Gemeinden. Wie gesagt, ich wundere mich, dass da nicht mehr Diskussion entstanden ist, denn das, was darin steht, ist eigentlich nicht das, was wir üblicherweise über Johannes den Täufer und über diese Prophezeiungen im Alten Testament sagen. Und doch ist das in Amerika, ich möchte das noch einmal sagen, das ist für uns im deutschen Sprachraum hier in unserer Theologie vielleicht etwas total Neues und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich mit diesem Konzept oder nicht nur wahrscheinlich, sondern überhaupt mit diesem Konzept in große Schwierigkeiten gekommen bin. Aber wir merken, es gibt heute viele Theologen und ich könnte euch da noch vieles in dieser Richtung zeigen, wo man ja, einfach wagt, diese Prophezeiungen einmal von dieser Seite her zu sehen. Gott helfe uns und führe uns weiter in unserem Thema und ich darf euch einladen, dass wir noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen und ja, falls noch Fragen sind, bleiben wir noch etwas zusammen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diese Zeit, die du uns jetzt geschenkt hast wieder. Für diese Gedanken, die wir durchgedacht haben, für diese vielleicht auch neuen Aspekte, die wir angesprochen haben. Hilf, dass wir immer wieder erkennen, dass du in deinem Wort noch viele Dinge uns offenbart hast, dass vieles über diese Welt, auch über dein Volk in alttestamentlicher Zeit hereingebrochen ist bis heute, was du eigentlich nie so wolltest. Du warst immer ein Gott, der nahe sich angekündigt hat, der dem Leid und dem Elend dieser Welt schon längst ein Ende machen wollte. Aber wir erkennen, dass Menschen, die beauftragt waren, den Weg für dieses Kommen, für diese Errichtung deines Reiches vorzubereiten, immer wieder versagt haben. Aber du bist in deinem Charakter ein gnädiger Gott, ein geduldiger und barmherziger Gott, aber auch ein Gott, der gerecht ist, ein Gott, der richtet und den Menschen nach seinen Werken letztendlich auch belohnen und richten wird. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, aus diesen Geschichten der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch deinen Plan, den du damals hattest und auch heute noch hast, für die Rettung dieser Welt und für die Wiederherstellung aller Dinge, für die Erlösung aus allem Leid und Elend dieser Welt, dass wir diesen Plan noch besser verstehen lernen. Geleite uns weiterhin in diesem Sinne um deiner Liebe willen. Amen. Gut, vielleicht noch einmal, die Frage war das letzte Mal, ob wir in der nächsten Zeit vielleicht doch eine halbe Stunde früher beginnen, war noch einmal der Vorschlag. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir in der Winterzeit auf 7:30 zurücksteigen, dass wir schon etwas früher mit der Sendung beginnen. Wenn ihr wollt, können wir das gerne machen. Ich würde es vorschlagen, dass wir um das nächste Mal vielleicht schon um 7:30 beginnen. Ich denke, dass es
möglich ist, falls der eine oder andere, ja, für alle wird es wahrscheinlich nie passen, die einen passt zum 8. nicht, andere Filme würden es vielleicht schon früher haben. Ich würde es einfach einmal so machen, wir beginnen das nächste Mal um 7:30 Uhr. Ich werde dann noch in einem E-Mail euch daran erinnern und dann euch vielleicht diese Nachricht weitergeben. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und ja, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und alles Gute.